um die SPÖ zu beurteilen oder sich überhaupt noch mit dem Thema SPÖ zu beschäftigen, muss man ein gehöriges Maß an Nekrophilie vorweisen. Also man muss offenbar eine besondere Leidenschaft und Liebe zu Leichen entdecken. Ansonsten ist ja die Sozialdemokratie nicht mehr aus Sicht eines politischen Kommentators zu beurteilen, sondern nur mehr aus Sicht eines Pathologen. Wieso Leichen? Ja. Wer sind Leichen? Naja, bei aller Wertschätzung, wenn mittlerweile führende Sozialdemokraten wie der Freund von Ihnen, Max Lercher, sagt, dass es mehr Wähler auf den Friedhöfen in Österreich gibt zur Sozialdemokratie als noch Lebendige, wenn es also mittlerweile ein Sozialdemokrat selbst bestätigt, dann würde ich sagen, dann ist die Sozialdemokratie am Ende. So, und wenn wir uns jetzt das Kärntner Wahlergebnis anschauen, wenn wir uns das Ergebnis von Niederösterreich anschauen, wo ja ein paar Männer die Sozialdemokratie gewählt hat, Andi Babler, der hat, glaube ich, genauso viel lustige Vorzugsstimmen wie Sie gehabt, ein paar hundert, irgendwo, die umgefallen sind. Also ein paar Masochisten, die irgendwo noch die Sozialdemokratie gewählt haben, dann würde ich Folgendes sagen, dann ist diese Sozialdemokratie mit Pamela Scheuer-Andy Wagner am Ende. Warum ist sie am Ende? Wenn am Höhepunkt der Teuerung in unserem Land, wenn am Höhepunkt eines Inflationswertes von 11%, wenn am Höhepunkt einer Energiekrise in Europa, wenn am Höhepunkt eines Neutralitätsbruches in Österreich die Sozialdemokratie lieber der Bundesregierung die Räuberleiter macht, anstatt sich um die galoppierenden Mitpreise zu kümmern, die galoppierende Inflation zu kümmern, die Entrechtung und die Verarmung unseres österreichischen Mittelstandes und lieber streitet und sich in eine Nabelschau begibt, nach dem Motto, seht her, wie verkommen wir sind, wir streiten nur mehr. Ja? Der Hans-Peter Toskosil hat mein Schaufel gestohlen und der Hans-Peter Toskosil, Pamela Scheu hat meinen Sessel gefladert. Und das Coram Publicum vollzieht sich dieser Wahnsinn, ja, da darfst du ja nicht wundern, dass kein vernünftiger Mensch mehr die Sozialdemokratie wählt. Oder kennst du noch einen Wähler persönlich? Ich meine, die kennen in den nächsten Parteitag, die brauchen auch nicht das Kongresszentrum in Knittelfeld. Das ist viel zu groß konzeptioniert. Die sollen sich ja Telefonzellen nehmen. Da passen sie alle rein. Samt der Buchhaltung, samt alle ihre Funktionäre, setzen sie sich in eine Telefonzelle, da machen sie den nächsten Sonderparteitag der Sozialdemokratie und irgendeiner wird da das Krönchen so, schon bekommen. Wollen wir ein bisschen ernst bleiben heute, ich bin, ja? Ich bin